Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der kleinen Wildkräuterkunde. Mein Name ist Sandra von Kräuterkeller und heute geht es darum, warum man Giersch essen sollte, statt ihn aus dem Garten zu verbannen. Denn kaum ein Wildkraut polarisiert so sehr wie der Giersch. Unter Gärtnern verhasst, denn sie wollen ihn oftmals aus dem Garten loswerden. Und bei Wildpflanzenfreunden wird er für seinen leckeren Geschmack und seine tollen Inhaltsstoffe geschätzt. Ich zeige euch, wie ihr Giersch mit einem einfachen Trick erkennen könnt und wie man ihn in der Küche verwenden kann. Um Giersch sicher zu bestimmen, ist die Zahl 3 eine wichtige Eselsbrücke. Merkt euch diese Zahl, wenn ihr Giersch ernten wollt. Die Blätter sind oftmals dreiförmig in Dreiergruppen angeordnet und außen gezackt. Beim Durchbrechen des Stiels aber gibt es ein ganz charakteristisches Merkmal. Sieht man hier ein kleines Dreieck, dann kann man relativ sicher sein, dass man Giersch gefunden hat. Geschmacklich erinnert Giersch ein bisschen an die Petersilie. Und so kann man Giersch ganz hervorragend in der Küche verwenden. Giersch eignet sich beispielsweise in einem leckeren Wildkräutersalat. Man kann Giersch aber auch in Kräutersuppen verwenden oder ein Pesto daraus machen. Und hat man momentan sehr, sehr viel Giersch im Garten, dann kann man ihn auch klein schneiden und einfrieren. So hat man auch im Winter etwas davon. Ich rate euch, von der Menge her eher etwas sparsam zu sein, da Giersch im Geschmack sehr intensiv ist. Ihr solltet es also wie beispielsweise Petersilie verwenden, um Gerichte damit abschmecken zu können. Geschmacklich ähnelt Giersch Petersilie. Er hat aber noch mehr Nährstoffe. Besonders reich ist er an Kalium, Eisen, aber auch Vitamin C. Und so lohnt es sich, Giersch so oft wie möglich als Wildkraut in der Küche zu verwenden. Und wenn ihr jetzt mal losziehen wollt, um Giersch zu sammeln, dann könnt ihr Giersch vor allem an schattigen Plätzen finden. Giersch wächst sehr, sehr gerne unter Hecken oder unter anderen großen Pflanzen im Garten und ist meist in Gruppen angeordnet. Also es ist selten, dass ein Giersch alleine wächst, sondern es wachsen dann immer ganz, ganz viele Blätter. Und wenn ihr viele findet, dann achtet auch hier darauf, eher die kleinen zu ernten, da die besonders zart sind und noch sehr mild im Geschmack sind. Je älter der Giersch wird, desto intensiver wird auch sein Geschmack. Wenn ihr dies mögt, dann könnt ihr auch die älteren Blätter ernten. Giersch blüht übrigens weiß und hat eine Blüte, die von Mai bis Juni etwa zu finden ist. Möchtet ihr Giersch als Heilpflanze verwenden, dann wird er vor allen Dingen bei Rheuma oder Gicht angewendet. Giersch kann also auch äußerlich auf die Haut aufgetragen werden. Es ist eine sehr, sehr vielfältige Pflanze, die wir einfach neu schätzen lernen sollten. Und so möchte ich euch motivieren, umzudenken, wegzukommen von diesem Unkrautdenken und hinzukommen zu einem Heilkrautdenken. Denn jede Pflanze hat seine Berechtigung und so auch der Giersch. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat und ihr mehr von mir wissen wollt, dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei. Auf Kräuterkeller berichte ich täglich von meinen Erfahrungen mit Wildpflanzen und Heilpflanzen aller Art und freue mich sehr, wenn ihr mal vorbeischaut. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Heilpflanzen und heimischen Wildkräutern, ihr vielleicht einen kleinen Ratgeber zur Hand haben wollt, wenn ihr selbst loszieht in die Natur, dann werft einen Blick in mein Buch »Die moderne Kräuterhexe«. Mit dem könnt ihr in der Natur ganz, ganz viele Kräuter und Heilpflanzen erkennen und entdecken. Ich hoffe, ich konnte euch anregen, ein bisschen umzudenken und wegzukommen von dem Unkrautdenken und bin gespannt, ob ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es weitergeht mit der kleinen Wildkräuterreihe. Bis ganz bald!